told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. Well, that's not quite true. Some are old, some are new, and they've changed. I think the darkness changed them, just like it changed her. Can you see them? Over there. Why isn't she looking? Why aren't you looking? She's in Helheim. Look. Up ahead. Helheim. You see it too? You promised you could. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call Hell. Turn back, go back, go back. It's not safe. Go back, go back, go back, go back. It's not safe. They're here. Look around and you'll see them. The drowned, the sick, the slain. Here they lie, rotting in the fields and rivers of hell. But the dead don't always lie still here. This is not a place of rest. They're going to do that to you. Can you see them? Can you see them? They're going to do that to you. They're watching. Stop. Can you feel them watching? They're watching her. You're so close to the darkness. Go back. Can you feel this? What is she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness, it just builds onto itself, growing stronger, towering over her. You might try and ignore it, turn away. It's always there, just out of sight, where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. They can feel you. You might think she's brave to go on this journey on her own, but it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Senua's fear runs far, far deeper. What is she looking at? What is she leaving behind? I know what she's thinking. I hear her thoughts. What are you doing here? It's not too late to get into the boat and go back. Don't move. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Und damit willkommen zu Hellblade Senua's Sacrifice. Genau. Von Gott, ich weiß den Namen gerade nicht mehr. Senua's Schicksal. Genau. Mit Eike zusammen, ja. Und das war jetzt wahrscheinlich das erste Mal, dass man so ein Intro von Spiel richtig lange still gewesen sind, nicht wahr, Eike? Mhm. Aber in dem Fall war es wichtig. Du bist übelst laut gerade für mich. Ja, aber nur für dich. Und es ist auch nicht weiter schlimm, weil ich kann den Sound ja eben bei den Soundspur bearbeiten, im Gegensatz zu deiner, Eike. Yeah. Erstmal fokussieren wir uns aber alles auf den Runenstein hier. Do not forget my stories, Senua. Because your darkness comes from hell and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate. But gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern Sea and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After 9 nights of riding, you will follow a great river and will find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there, across the River of Knives that flows from the dark world of Niflheim. Genau, ja, wir sind ja hier quasi in einer... Wir sind quasi auf dem Weg nach Hell. Die Welt der Toten, ne? Für die Nordmenschen, Nordmänner gewesen, nicht wahr, Eike? Oh, ich glaube, du kennst die Göttin. Du kennst dich ja ein bisschen aus. Ja, hier ist die Göttin, die die Toten bewacht. Für die Leute, die nicht im Krieg gestorben sind, beziehungsweise als Krieger gekämpft sind. Obwohl, wir sind ja eigentlich keine Wikinger in dem Sinne. Wir sind ja, wie war Orkney-Insel, ist sie, glaube ich, dann eher Richtung Irisch oder Nordengland. Aber ich glaube, zu welchem Volksstamm gehört sie nochmal? War es Pikten oder Skiten? Egal, habe ich nicht gehabt in Historik. Genau. Ja, du hattest nur deutsch-europäisch, oder? Nicht englisch. Ein schöner Brainfuck. Das merkst du erst jetzt? Ich habe gehört, dass das Spiel sehr stark mit Depressionen und so einen Scheiß spielen soll. Ich meine, nichts gegen Depressionen, kurzer Disclaimer und so weiter. Und ja. Aber wenn man selber da nicht drin ist, hat man da wahrscheinlich überhaupt keinen Blick oder kein Gefühl für. Insofern... Ja. Es ist immer ein bisschen komisch, wenn Leute, Entwickler, eine psychische Erkrankung verbildlichen möchten. Was auch ziemlich schwer ist. Und dafür dann erwarten, dass das groß angepriesen und groß doll gelobt wird und so weiter. Ja. Letzten Endes, eine Krankheit muss geheilt werden und nicht gezeigt werden. Jedenfalls ist eins nicht nur... Weil all das Verständnis hilft keinem, der krank ist. Ja. Es wird mich niemals heilen, wenn einer dafür Verständnis hat, wie es ist, Diabetiker zu sein. Das wird niemals meine Krankheit heilen. So einfach geht das nicht, naja. Eben, aber deswegen... Ja, es klärt sich auf. Dark Souls-esque, sehr hübsch. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim. And the goddess Hela holds his soul there. I'm coming. Her dear beloved. Dillian. Dass die beim Flüstern die ganze Zeit am Schmatzen ist, ist nur ein bisschen nervig. Ja, das ist dieser ASMR-Effekt. Ja, das sind die Stimmen in unseren Köpfen, wie zwei so unsere inneren Richter, die uns immer vor uns eigentlich zurückziehen wollen. Ja, das Spiel zählt ja auch nicht mehr über Depressionen. Bezieht sich ja nicht nur auf Depressionen, was die Senua hat, sondern ja auch auf, wie heißt das nochmal? Senua hat. Sondern auch, Borderline-Störungen und alle anderen möglichen Sachen. Also man kann sagen, ja, unser Weg nach Helen möchte einem psychische Erkrankung mit dem Holzhammer reindrücken. Findest du? Naja, es kommt noch schlimmer, kann man so sagen. Gehen wir auf den Weg zu Helheim, wo nur die normalen Menschen hinkommen. Ja? Krieger kommen nach Valhalla. Normale Menschen und, wie war es, Kranke? Alte. Und Alte. Und alles andere, was eben nicht kämpfen konnte, geht über die Brücke nach Helheim. She forgets too. But she does remember that only the dead may cross it. That part wasn't so easy to forget. The old fool said there was a hidden path up to it. Let's see, shall we? Genau, und die Quelle all dem liegt wohl anscheinend auch dort. Gewisserweise. Wir sind also quasi sowas ähnliches wie, kann man sagen, Eike, wir sind also quasi sowas wie die nordische Version von Herkules oder Odysseus, die ja auch ins Totenreich absteigen mussten. Nur in dem Fall... Odysseus ist ins Totenreich abgestiegen, ja, das möchte ich jetzt wissen. Ja, doch, wann das passiert ist. Er musste doch den Hades runterfließen, um noch mit dem Seher sprechen zu können in den einen. Wo es dann hieß, welche Insel muss ich jetzt erreichen? War es nicht so? Ich muss zurück nach, Troja, von Troja muss der weg. Ithaka, weißt du doch. Nur ich kann zumindest so viel verraten, unser Weg, der geht nicht wieder zurück, im Gegensatz zu den beiden. Ach so, sie stirbt, toll. Langweilig. Nein, das nicht, aber ich kann mal sowas verraten, dass es zumindest immer weiter abwärts geht. Und immer weiter und immer weiter. Naja. The Northmen speak of 9 worlds. The world of men they call Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. And that is where you must travel. Genau, und jetzt werden jetzt alle die Leute, die jetzt die Torfilme gesehen haben, jetzt sagen, ja, das kenne ich. Aber in dem Fall ist es deutlich, sagen wir mal, weniger comic-lastig. Es wird jetzt hier alles eher in Richtung Ascharcher und mehr an der Quelle. Es wird dark-souliger. Genau. Es ist alles schmutziger und dreckiger. Und ja, nochmal kurz auch ein zweiter Disclaimer, Eike, ne? In diesem Let's Play werden wir versuchen, unseren Humor- und Sarkasmus-Level ein bisschen runterzuschrauben. Wer hat das gesagt? Naja, es müssen so weit gehen, wenn es in Richtung... Ich will hier natürlich keinen, der irgendwo krank ist, verhunepiepeln und so weiter. Und man soll das vielleicht mal nicht alles so persönlich nehmen. Aber... Jetzt, Dennis, es ist ein Spiel und Spiele dienen der Unterhaltung. Und wie man die Unterhaltung daraus zieht, ist... jedem selbst überlassen. Genau. Insofern kackt euch nicht ein. Wird sich ja zeigen, Eike, ne? Ob das am Ende hauptsächlich will ich nicht, dass Sakura böse auf mich ist. Ja, ja. Genau. Das ist ein. Aber egal was du machst, die Leute nehmen es dir immer übel. Ja, das ist ein Thema. Sollte man nicht mit der Schnellfahrer anfassen, würden wahrscheinlich die Leute sagen. Eine Frau hat warme Sau auf mich, weil ich die Müllbeutel beim Mülleimer machen, wie zwischen die Beine geklemmt habe. Zum Halten, weil ich beide Arme frei haben wollte. Und was hat das jetzt? Die hat sich da reingesteigert. Ja, wie sich Leute reinsteigern. Egal was du tust, du machst es immer falsch. Es ist immer falsch, was du machst. Irgendjemand pisst sich immer ein. Und das ist meine psychische Erkrankung. Ich hasse die Menschheit. I was just hiding. I find I live longer that way. I'll never let the bastards catch me again. Never! Wait. Who are you? It's just a memory. Truth? Is that you? For my tales of the Northmen, they call me Truth. A liar. An old fool. Truth is my truth. Huh? It's good to see you again. You kept your vow. Guide you in this life and the next. I will tell you my stories of hell if I may walk with you. Tell me your stories again, old friend. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye, and you too will see what's hidden in plain sight. Look really clearly. Focus. Genau, denn dort wurden jetzt in der Gesellschaft war ja noch die Runenmagie noch ganz wichtig, ne? Oder wie war das, Eike? Sehe Symbole in der Natur, denn dann siehst du, wie war das nochmal? Dinge, die die Zukunft dir zeigen könnten. Oder was gerade in der Welt passiert. Diese Knochenmagie ist ja eigentlich dasselbe, indem man so kleine Knöcheln aufschmeißt und dadurch dann erkennen kann, was man so wissen möchte. Und wie ich es schon gesagt habe, in der Natur erkennt sie es. Symbole der Umgebung. Ah. Das kennst du wahrscheinlich auch nicht, Eike, ne? Das war wahrscheinlich das gab es wahrscheinlich eher in der vorchristlichen Zeit noch, ne? Was? Ja, diese Runenmagie-Geschichten oder dass man halt an Knochen Knochen oder an Symbole in der Natur sich noch orientiert hat, ne? Das ist Common Sense, steht schon. Ja. Enslaved in hell, but I watched the Northmen, learnt their ways. I know you did. You listened when everyone else laughed. My people pay the head of the price. Carry my stories with you, and together we will make the Northmen feel our fury. Genau. Das ist eigentlich auch ganz schön anders, nicht wahr? Zeit? 20. Ja, dann raus. Warten wir erstmal kurz, bis sie ausgesprochen hat. Okay, Leute. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.